Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Rodi backt und kocht. Heute machen wir einen ganz besonderen Kuchen, nämlich einen Eierlikörkuchen mit Mandeln drin. Denn Eierlikör und Mandeln, das passt wirklich hervorragend zusammen. Von daher, der ist wirklich schnell angerührt, super easy in der Zubereitung. Probiert's einfach mal aus. Los geht's! Ja, zuerst nehmen wir mal unsere Eier, die geben wir dann auch gleich in die Schüssel. Und wenn die drin sind, werden die erstmal richtig schön schaumig geschlagen. Das dauert ruhig so 4-5 Minütchen, kann man die schon mal schön schaumig schlagen. Und dann geben wir auch schon unseren Zucker dazu. Im Anschluss dann auch gleich noch die Packungen Vanillezucker einfach mit reinrühren. Ich sagte, es ist ein einfacher Kuchen und darauf könnt ihr euch verlassen. Ist der Zucker schön durchgerührt, dann geben wir das Öl dazu und im Anschluss auch gleich noch den Eierlikör. Ja, jetzt wird das Ganze schon recht flüssig. Jetzt kommen wir zu den festen Zutaten. Das Mehl habe ich hier schon mal abgewogen. Dann gebe ich da mal noch meine Speisestärke mit dazu. Das sorgt dafür, dass der Kuchen übrigens nachher besonders schön fluffig wird, diese Mischung. Das Backpulver noch mit rein. Und dann ist es auch schon soweit fertig. Diese Mischung nehmen wir jetzt und die sieben wir auf die flüssigen Zutaten, also auf die nassen Zutaten, die Eimischung. Das geht auch relativ fix und das Sieben sorgt eben auch dafür, dass wir nachher keine festen Klumpen im Kuchen haben. Sieben, eine echte Empfehlung. Ja, die Mandeln noch. Ich habe euch gesagt, Eierlikörkuchen mit Mandeln, auch mit rein. Und jetzt wird das Ganze einfach nochmal ganz kurz untergeschlagen. Das dauert ungefähr so, mit meiner Küchenmaschine hier 30 Sekunden, 35. Und dann ist das eigentlich fertig. Also wirklich ganz kurz nur Form ein bisschen fetten. Ich nehme eine ganz normale Kugelhubform. Dann schaut mal, wie der Teig da reingleitet. Es ist ein Traum, Leute. Also Teig rein in die Kuchenform. Den Ofen heizen wir schon mal vor. 160 Grad. Da steht es, 160 Grad. Und die Backzeit beträgt 70 Minuten. Tada! So schaut er aus, wenn er rauskommt. Leute, ich sag euch, ein absoluter Genuss. Macht noch ein bisschen Semmelbrösel in die Form rein. Lohnt sich. So schaut er aus. Leute, goldgelb, super zart. Ein echter Genuss. Danke fürs Zuschauen, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Rodi backt und kocht.